Und jetzt würde ich euch gerne einen Redner ankündigen, er kommt von etwas weiter her, ist der Michael Stürzenberger. Ich bitte dich jetzt auf die Bühne, Michael. Hallo Leipzig! Hallo Sachsen! Hallo Deutschland! Hallo Pack! Nein! Hier ist nicht das Pack. Ich sehe nur Menschen mit einem wachen Bewusstsein, gesunden Menschenverstand. Kritisches Bewusstsein, in Sorge um unser Heimatland. Deutsche Patrioten, die haben alles Recht, hier zu sein. Und wir freuen uns, dass Gäste aus Holland da sind. Iris und Andreas aus Den Haag sind extra hergekommen. Herzlich willkommen hier bei uns in Leipzig. Und wir haben heute auch einen Vertreter aus dem sogenannten Dunkeldeutschland bei uns. Aus Kamerun, der Ferdinand, seit 4 Jahren in Deutschland, aus der Nähe von Potsdam. Herzlich willkommen! Das ist der internationale Patriotismus, den wir hier schätzen. Denn bei uns ist jeder willkommen, der hier mitmacht, der sich hier einfügt, der arbeitet, fleißig ist, unsere Kultur, unsere Werte, unsere Gesetze achtet. Diese Ausländer sind herzlich willkommen in Deutschland. Aber diejenigen, die uns feindlich gegenüber eingestellt sind, die dieses Land verändern wollen, die die Demokratie abschaffen wollen, die Scharia einführen, uns als Minderwertige unterwerfen, und uns Gewalt antun wollen, bis hin zum Töten, die sind hier nicht willkommen. Freunde, ich bin vorhin hier durchgegangen, habe so viele Freunde gesehen, die aus ganz Deutschland hergekommen sind, aus der Gegend um Dresden zum Beispiel, auch der Gerhard hat heute Geburtstag, 59. Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, lieber Gerhard. Immer bei Pegida und Legida mit dabei. Günther, Entschuldigung, Günther. Günther. So. Und wo sitzt das Pack, Freunde? Im Deutschen Bundestag. Über dem Bundestag, dem deutschen Volke. Sie machen aber keine Politik fürs deutsche Volk. Darüber müsste stehen, dem deutschen Pack. Und drinnen sitzen exakt 631 Vertreter des deutschen Packs. Zumindest was die Verantwortung für den hemmungslosen Asylmissbrauch anbelangt und die Islamisierung unseres Landes. Kein einziger dieser 631 hat den Mut und die Courage, gegen diesen linken, Entschuldigung, beschissenen Zeitgeist aufzustehen und zu sagen, nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und der hemmungslose Asylmissbrauch muss sofort gestoppt werden. Nur diejenigen, die wirklich verfolgt sind, und das sind in erster Linie Christen aus islamischen Ländern, die sind herzlich willkommen. Mit denen haben wir auch keine Probleme. Die werden nicht fordern. Die werden nicht Gewalt ausüben. Die werden nicht vergewaltigen und unsere Frauen belästigen. Die werden keine Diebstähle machen. Nein, die werden sich schnell einfügen, schnell die deutsche Sprache lernen und schnell hier in den Arbeitsmarkt reinkommen. Kein Problem.
aber Moslems, die hier reinströmen und dieses Land besetzen wollen und in einen islamischen Gottesstaat umwandeln, die sollen sofort wieder zurückgeschickt werden in die Länder, wo sie hergekommen sind. Hiobs Botschaften aus Ungarn erreicht. Dort werden die Züge mittlerweile nur noch durchgewunken. Die haben eine Masseninvasion, die kriegen eine Völkerwanderung, die haben jetzt kapituliert, die schicken die Züge einfach weiter und die kommen alle hierher nach Deutschland, weil hier idiotische Politiker sind, die sagen alle herzlich willkommen. Das werden wir niemals zulassen, dass das so weitergeht. Leipzig ist die Stadt des Widerstandes. 1989 waren hier 100.000 auf der Straße und sie haben diese sozialistische Diktatur dorthin geschickt, wo sie hingehört, auf den Müllhaufen der Geschichte. Und genauso werden wir es mit diesem Regime machen, was uns hier diesen hemmungslosen Asylmissbrauch, die Flutung unseres Landes mit fremden Invasoren beschert und die uns den Islam als Religion des Friedens verkaufen will. Das werden wir nicht zulassen. Und wenn die keine andere Politik machen, dann werden wir sie rauswerfen aus dem Bundestag und aus den Parlamenten, aus den Landtagen, aus den Kreistagen. Weg mit denen! Freunde, die Ungarn machen es richtig. Die haben einen Drahtschutzzaun jetzt errichtet an der Grenze zu Serbien. Und ich habe jetzt mit Serben mich unterhalten, habe gefragt, sag mal, wieso flüchten da aus Serbien die Leute? Haben gesagt, das sind keine Serben, das sind Roma. Gell? Darf man noch sagen, Zigeuner oder wird man schon verhaftet? Ja? Ja? Roma sind es und Albaner mit serbischem Pass. Das sind diese ganzen Nichtsnutze, ja, die hierher kommen und das beste Sozialsystem der Welt ausplündern wollen. Das werden wir nicht zulassen, Freunde. Wir fordern, dass grenznah große Lager errichtet werden, wo die ganzen Ankömmlinge sofort gecheckt werden. Und wer aus Osteuropa kommt, aus dem Kosovo, aus Albanien und wie die ganzen Länder alle heißen, sofort schnurstracks zurückgeschickt, da wo sie hergekommen sind. Und das entspricht der momentanen Gesetzeslage. Wir fordern nur das ein, was geltendes Gesetz ist. Artikel 16 Grundgesetz. Nur wer politisch verfolgt ist, und im Kosovo ist kein einziger politisch verfolgt, die haben den christlichen Serben das Kosovo weggenommen mit muslimischer Masseneinwanderung aus Albanien. So haben sie das Land besetzt und haben es ihnen weggenommen. Übrigens genauso wollen sie es in Deutschland machen. Ja? Und jetzt sind sie nicht in der Lage, dieses Land aufzubauen, weil da Korruption ist und Misswirtschaft und weil natürlich alle sich nach dem Koran richten. Ne? Und dann kann man ja nur im Chaos enden, weil da stehen so wissenschaftliche Erkenntnisse drin, wie dass die Sonne sich um die Erde dreht, die Erde flach wie ein Teppich ist. Da kann man ja nicht vorankommen. Das muss ja im Chaos enden. Gell? Und islamische Länder, wenn sie nicht das Glück haben, dass unter ihrem Sand Öl und Gas in Mengen ist, ne? Da haben sie nämlich nichts vorzuweisen. Ne? Die in Arabien, die schwimmen im Geld. Können sie aber nichts dafür. Ne? Nur wegen dem Öl und Gas. Und wir sagen, die muslimischen Flüchtlinge, die also aus ihren islamischen Ländern, wo Krieg ist, wo der Islam Krieg führt, in Syrien führt der Islam Krieg, und zwar dieser islamische Staat und Al-Qaida und wie sie alle heißen, diese islamischen Terrorbanden, gegen den Assad, der ist Alawit, ja, das ist eine modernere Strömung des Islams, der ist auch ziemlich westlich geprägt, ja, und wir sagen, der Islam soll auch die Verantwortung für die Flüchtlinge aus islamischen Kriegsgebieten übernehmen. Und dann sollen die in der
Türkei sollen sie dann sein oder in Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, in all diesen Ländern, die im Geld schwimmen und nicht nach Europa kommen und hier ihre islamische Unkultur herbringen und uns allmählich unterwerfen. Das werden wir nicht zulassen. Nochmal zurück zum Bundestag. Wie sehr dieses Land schon nach links gerückt ist, sieht man daran, wer im Bundestag Vizepräsidentin ist. Claudia Roth, diese Antideutsche, diese Antipatriotin, die 1990, ja, als die Wiedervereinigung anstand, mit einem großen Transparent unterwegs war, nie wieder Deutschland. Ja, man müsste die rausjagen aus dem Bundestag, anstatt sie auf den Bundestagsvizepräsidenten-Sessel zu lassen. So müsste man mit solchen Politikern umgehen, wenn auch gesunder Menschenverstand regieren würde. Und auch Bayern ist nicht mehr das, was man war. Weil in Bayern hat diese Claudia Roth den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Vom Seehofer höchstpersönlich. Leute, dieses Land ist links versifft und wir haben jede Menge zu tun, um es wieder richtig rum vom Kopf auf die Füße zu stellen. Aber wir werden es schaffen, weil wir werden immer mehr. Wir sind mächtig, denn alle Fakten, alle Argumente sind auf unserer Seite. Wir werden es schaffen, Freunde. Hunderttausend gerufen hier in Leipzig. Und wir werden es wieder erleben, Freunde, dass wir wieder solche Zahlen erreichen. Weil die Verhältnisse werden immer schlimmer. Es wird immer übler mit der Masseninvasion. Habt ihr ja mitbekommen? Jetzt haben sie die Schätzung schon auf 800.000 Invasoren erhöht im Jahr 2015. Da braucht ihr gar nicht lange warten. Da wird es 1 Million sein. In ein paar Wochen werden sie sagen, ja, es wird 1 Million kommen. Und nächstes Jahr 2 Millionen. Und was hat der Gabriel gesagt? Der dicke Gabriel von der SPD, die meisten werden bleiben. Hallo? Leute, da kommen keine Fachkräfte in erster Linie. Da kommen Glücksritter. Da kommen Leute, die werden angelockt von dem Ruf des Geldes. Da hat sich nämlich rumgesprochen, dass hier in Deutschland jeder pro Monat so viel Geld wie in ihren Ländern, wenn man arbeitet, ein ganzes Jahr nur kriegt. Ja? Und deswegen machen die sich in Massen auf den Weg. Die glauben, hier ist das gelobte Land, wo ihnen alles hinten in den Popo reingeschoben wird. Und dafür sollt ihr arbeiten jeden Tag 8, 10, 12 Stunden lang. Wollt ihr das? Nein! Das wollen wir nicht. Aber die Medien lügen uns an von morgens bis abends. Heute ist zum Beispiel in ganz Deutschland, in allen Medien, unter dem Motto Flüchtlinge, Deutschland schaut hin. Da wird wirklich heute den ganzen Tag bis Mitternacht in den öffentlich-rechtlichen Lügensendern, ARD, ZDF, die dritten Programme und RTL, NTV, Vox, alle machen sie ohne Unterbrechung diese Propaganda, weil sie das Volk gehirnwaschen wollen. Ja, die wollen denen einreden, das sind alles nur bedauernswerte Flüchtlinge. Kinder werden da gezeigt, gell? Kinder und Frauen. Dabei sind 85-90% der Invasoren junge, kräftige Männer. Ja? So schaut's aus. Ihr habt alle das mitbekommen mit diesem LKW, ja, der in Ungarn von Bulgaren und afghanischen Schleppern über die Grenze gefahren wurde, wo dann 71 Menschen grausam erstickt sind. Ja? Von den 71 waren 59 Männer, 85%, ja? Nur 8 Frauen und 4 Kinder. Das ist genau das typische Verhältnis der Menschen, die zu uns kommen. Hier kommen nur Leute hierher, die glauben, dass sie sich hier schön durchfüttern lassen können. Nicht wenige wollen nebenbei Drogen vertickern, ja? Nicht wenige wollen auch ein bisschen, ne, mit Diebstahl sich weiter was hinzuverdienen, kennen wir alles. Ja? In Suhl, da ist ein großes Asylantenheim. Ist bekannt worden,
bekannt geworden in ganz Deutschland, ne? Durch die Ausschreitung Allahu Akbar, ja? Und Sachen kaputt hauen. Da ist die Zahl der Kaufhausdiebstähle um 50% nach oben gegangen. Die klauen wie die Raben, Leute. Wollen wir das in Deutschland? Das wollen wir nicht. So, und ich war, vor 2 Wochen war ich in Suhl. Haben wir eine Mahnwache gemacht gegen Asylantengewalt und diese ganze Islamisierung. Und da haben wir einen christlichen Kurden getroffen aus dem Irak. Der hat uns dann das Video gegeben, was wir dann veröffentlicht haben. Ja, das hat mittlerweile bei YouTube 66.000 Zuschauer, Tendenz steigend. Da sieht man diese ganzen Horden in diesem Erstaufnahmeheim da in Suhl. Ja, Afghanen und Iraker und wie sie alle heißen, ja, die Allahu Akbar schreien, ja, und die den Christen töten wollten, der da Seiten aus dem Koran rausgerissen hat. Das war nämlich ein Christ aus Afghanistan, ja, der hat aus Protest gegen dieses Buch, was auf jeder Seite Gewalt und Töten und Frauenunterdrückung und die schlimmsten Dinge propagiert in Befehlsform, hat er aus Protest rausgerissen. Es hat gereicht, dass dann eine Horde von 100 dieser Asylanten, dieser Moslems, erstmal ihr Heim zerlegt haben und dann durch Suhl durchgelaufen sind und Autos zerstört haben, eine Schneise der Verwüstung angerichtet haben. Und ein Bürger aus Suhl, das kam gestern in Spiegel TV, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, dem wurde das Auto demoliert, dem haben sie die Scheiben eingeschlagen, 9.000 Euro Schaden, und wisst ihr, wer das bezahlt? Er muss das selber bezahlen, ja, höhere Gewalt. Das heißt, Freunde, wenn demnächst eine Horde von Moslem-Asylanten durch Leipzig läuft, passt auf euer Auto auf, wenn es kaputtgeschlagen wird, habt ihr Pech gehabt, bleibt ihr auf dem Schaden sitzen. Es ist unglaublich, was in dieser Deppenrepublik alles abläuft. Und diese Zustände müssen beendet werden. Ich bin heute Mittag schon in eure schöne Stadt gekommen, hab mir ein bisschen umgeschaut, und da war ich da hinten in der Thomaskirche. Thomaskirche, ja? Da ist ein gewisser Christian Wolf, ehemaliger Pfarrer dort, ja, der organisiert heute mit die Gegendemo. Ja. Solche Pfarrer haben wir in Deutschland, die sich gegen Bürger wenden, die unser Land schützen wollen, die Demokratie erhalten, die Frauenrechte bewahren wollen und die Menschenrechte bewahren wollen. Solche Pfarrer, Entschuldigung, da sage ich, das sind Pfaffen. Noch dabei die Pastoren Britta Taddigen und Martin Hundertmark, auch aus der Thomaskirche. Die haben auch so eine Erklärung unterschrieben, ja, Flüchtlinge bedeuten für uns keine Bedrohung, sie sind willkommen. Ja. Wie bescheuert muss man denn sein, ja, um sowas zu sagen? Ja. So, als wenn alle Flüchtlinge hier sozusagen Mutter Teresa wären. Leute, 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 wir wissen ganz genau, was da ankommt. Hier kommen Menschen aus fremden Kulturen, aus Kulturen, wo Gewalt und Raub und Morden an der Tagesordnung ist, die ein völlig anderes Wertesystem haben und die uns als Minderwertige, als weniger wert als Tiere, schlimmer als das Vieh ansehen. Solche Typen kommen hier massenhaft. Und wie bescheuert muss man dann sein, die alle pauschal als willkommen zu bezeichnen. Die haben ja kein Hirn mehr im Kopf, diese ganzen Typen. Und angesichts dieser ganzen Pfaffen muss man sagen, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann lass Hirn herunterregnen, ja, in diese heuchlerischen Oberschäfchen, ja, und schick Rückgrat in diese wirbellosen Kriecher, die dem Zeitgeist hinterherlaufen, diese widerlichen Kollaborateure der Islamisierung. So schaut's aus. Und genauso, wie sie jetzt rückgratlos diesem scheiß Zeitgeist hinterherlaufen, haben sie es damals bei den Nazis auch gemacht. Evangelische Kirche ganz vorne mit dabei, gell? Haben sie schön mitgemacht. Immer mitlaufen mit dem Strom. Aber wir sagen euch eines,
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Lebendige schwimmen dagegen. Und ich sehe hier jede Menge lebendige Fische. Yeah. So, und wie hat der Erich Kästner vor einigen Jahrzehnten treffend gesagt? Da hilft kein Hohn und auch kein Spott, kein Fluchen und kein Beten. Die Nachricht stimmt, der liebe Gott ist aus der Kirche ausgetreten. Und man kann dem Erich nur sagen, recht hast du, und möglichst viele sollten jetzt auch noch austreten, weil eine solche katholische und evangelische Kirche, die uns bekämpft, die hier Gegendemos organisiert, für diese linken Vaterlandsverräter, die hat es nicht verdient, dass auch nur einer dort Mitglied ist. Und uns kommt so vor, als hätten die ihr Vater unser schon umgeschrieben in diesen Kirchen. Und zwar, das geht jetzt folgendermaßen. Flüchtling unser in Deutschland, geheiligt werde dein Name, deine Bereicherung komme, dein Wille geschehe, wie in Beirut, so auch in Bayreuth. Unser tägliches Brot nimm uns heute und beschmier es mit unserer Schuld, wie auch wir bekennen uns als Schuldige. Und führe uns nicht zu Pegida, sondern erlöse uns von dem Deutschtum. Denn du bist die Bereicherung und die Fachkraft und die Herrlichkeit für den Deutschlandfeind. Allahu Akbar! Wollt ihr, dass dieser Ruf Allahu Akbar fünfmal am Tag ertönt in Deutschland? Wollt ihr, dass da gerufen wird? Ich bezeuge, es gibt nur einen Gott, der heißt Allah und Mohammed ist ein Prophet. Wollt ihr, dass das Grundgesetz durch die Scharia abgelöst wird? Wollt ihr, dass die mühsam erkämpften Frauenrechte, die Gleichberechtigung von Mann und Frau abgeschafft wird? Wollt ihr, dass die Gleichheit aller Menschen ebenso abgeschafft wird und dann die Muslime die Herrenmenschen sind und wir anderen Minderwertige? Nein! Wollt ihr die Islamisierung Deutschlands? Nein! Nein, das wollen wir nicht. Und solange wir stehen und solange wir atmen, werden wir uns dagegen zur Wehr setzen. Ja, lieber stehen, kämpfen, als knien, sich unterwerfen, Freunde! Wir sind es, Freunde, und wir haben mit Sicherheit mehr als die Hälfte der deutschen Bürger hinter uns. Aber wir wissen es ganz genau, nur die ganz Mutigen, und das seid ihr hier, die trauen sich momentan zu Pegida und Legida und wie sie alle heißen, die Bürgerbewegungen. Weil die anderen Angst haben, ja, dass sie dann gesellschaftlich ausgegrenzt werden, dass sie geoutet werden, dass sie als Nazis, Rassisten, Ausländerfeinde diffamiert werden. Ja. Aber das werden wir beenden, Freunde. Wir werden dafür sorgen, dass der Wind sich dreht und dass wir dann der kommende Mainstream sind. Und wir schaffen das, Freunde. Und dass ihr euch bewusst werdet, was da jetzt momentan abläuft. Diese Masseninvasion, diese Völkerwanderung, hauptsächlich aus islamischen Ländern. Das ist von langer Hand geplant. Der Islam will die Eroberung Europas. Und schon 1974 hat der algerische Staatspräsident Mohamed Boukarouba vor den Vereinten Nationen gesagt, hört euch das gut an, eines Tages werden Millionen Männer die südlichen Breitengrade verlassen, um sich in den nördlichen Breitengraden niederzulassen. Und sie kommen nicht als Freunde hierher, denn sie ziehen aus, um zu kämpfen und zu siegen. Und sie werden durch ihre Söhne siegen. Die Gebärmütter unserer Frauen werden uns den Sieg bringen. Wollt ihr das? Das ist der islamische Plan. Und auch der Ayman Masih, der Vorsitzende des Zentralrats der Moslems in Deutschland, ja, der hat gesagt, 80% der Asylbewerber sind Moslems. Er gibt es ja selber zu. Es ist eine Massenflutung von Moslems und da haben die natürlich im Kopf, dass sie hier bald demografische Mehrheiten erreichen und dann dieses Land auf ganz normalem Wege islamisieren.
Und das müssen wir jetzt verhindern, im Ansatz, bevor es mal zu viele sind, denn dann werden wir im Terror versinken, Freunde. So, jetzt zu diesen ganzen Gegendemonstranten da hinten. Ja? Wenn die von weiter her kommen, ist durchaus denkbar, dass die finanziert werden von irgendeiner Regierung. In Thüringen, Freunde, gab es eine Anfrage im Juli von einem Abgeordneten, einem Landtagsabgeordneten von der CDU, und der hat gefragt, ob Gelder für Antifa-Busreisen bewilligt wurden. Und da kam tatsächlich raus, dass seit 2011 die thüringische Regierung, und zwar das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, in 46 Fällen Busreisen von Linksextremen, von Antifa finanziert hat, und zwar aus dem Landesprogramm für Demokratie, Weltoffenheit und Toleranz. Um Gottes Willen! Unter diesem Deckmantel von Weltoffenheit und Toleranz werden hier Linksextreme finanziert, die hier unsere Demonstration stören, nicht selten unsere Teilnehmer angreifen, attackieren, mit Gewalt überziehen und auch verletzen. Und wer dafür noch Geld gibt, gehört aus den Parlamenten rausgeworfen. Die ganzen Linken da mit ihren idiotischen Sprüchen, kein Mensch ist illegal. Ja, in seinem Land ist kein Mensch illegal. Bei uns sind 98% der Asylbewerber illegal. Raus mit ihnen, zurück da, wo sie hergekommen sind. Abschieben! 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 Und nur 30% der Flüchtlinge sind wirklich aus Kriegsgebieten. Ja? Die restlichen 70% abschieben, zurück da, wo sie hergekommen sind. Und sogar bei den 30%, die wirklich aus Bürgerkriegsgebieten kommen, habe ich vorhin schon gesagt, wer aus islamischen Kriegsgebieten kommt, da sollen sich islamische Länder drum kümmern und nicht hier in das Europa reingeflutet werden, um hier diesen ganzen Kontinent zu unterwerfen. Das machen wir nicht mit, Freunde. Und diese Linken da drüben, die haben noch mehr Sprüche auf Lager. Ja? Bomber Harris, do it again. Ihr wisst genau, das sind Deutschlandhasser, das sind Antipatrioten. Und ich sage, Bomber Harris kommt gern wieder, aber unten sollen die Linksextremen stehen und die Antifanten, und die sollen die Medizin zu schmecken bekommen, die sie sich wünschen. Und der Rest, ja, in den Flieger, One-Way-Ticket nach Nordkorea, in ein sozialistisches Paradies. Da können Sie sich mal umschauen, was da los ist, in so einem Drecksloch. Ja? Nordkorea. Ja. So, und weil ja auch hier viele Polizisten sind, ne? Ich habe vorhin mal durchgezählt, es sind 40 Einsatzbusse hier, rund um den Richard-Wagner-Platz. Ein Wahnsinn! Die sind nur da wegen den linksextremen, aggressiven Chaoten. Eine Verschwendung von Steuergeld. Nur für uns würden zwei Polizisten ausreichen. Nachher beim Demozug einer vorne, einer hinten. Weil wir sind friedliebend. Ja, wir sind nicht gewaltbereit. Es sei denn, wir werden angegriffen. Ja, aber wir sind friedlich. Wir sind demokratisch. Wir sind auch die Freunde der Polizei. Denn die Polizisten verteidigen den demokratischen Rechtsstaat. Und wir auch. Wir stehen an eurer Seite, Polizei. Eure Gegner sind da drüben. Die da hinten, die immer so schön rufen, haut die Bullen platt wie Stullen. Ganz Leipzig hasst die Polizei. Oder ACAB, All Cops are Bastards, alle Polizisten sind Bastarde. Das sind Polizistenhasser. Und die sollten dann auch mal so angepackt werden von der Polizei, so wie sie sich verhalten. Ja, wenn sie den Spuren, Knüppel raus, dann ist schnell vorbei mit dem Spuk.
Ich möchte einmal Polizeipräsident von Leipzig sein, ja? Und der Bagage mal zeigen, wo der Battle den Most holt, wie man in Bayern sagt. Doch. Denn die führen sich so auf, weil sie wissen, dass sie von der Politik geschützt werden. Weil das ist die Straßengerilla der Linken, die bei uns in den Parlamenten hocken. Eine Claudia Roth ist der geistige Vorreiter dieser linksextremen Straßengerilla. Auch das muss aufhören. Und deswegen fordern wir, dass dieser beschissene Kampf gegen rechts, ja, was ist so schlimm als an rechts? Rechts, Recht haben, rechtschaffen sein, ja, das ist ein guter Begriff. Wir sind recht und stolz drauf. Die meinen den Rechtsextremismus, ja, dann sollen sie es auch so nennen. Also, wir fordern, dass es gestrichen wird, der Kampf gegen rechts, und dass er umbenannt wird in Kampf gegen Extremismus. Und dann soll alles dabei sein. Die Linksextremen, die Rechtsextremen und die islamischen Fundamentalisten. Alle müssen gemeinsam bekämpft werden. Freunde, wir haben so viel zu tun, aber ich bin mir sicher, wir schaffen es gemeinsam. Und ich glaube, jetzt wartet ein schöner Spaziergang auf uns. Aber vorher kommt noch der Ferdinand. Gell? Ferdinand aus Kamerun. Unser Freund, unser Vertreter des sogenannten dunklen Deutschlands. Gell? Des bösen, dunklen Deutschlands. Hey, ein Patriot, ja, von dem wir gerne noch mehr hätten. So einer wie zum Beispiel auch der Akif Pirinç hier aus der Türkei, der hier an unserer Seite kämpft, den Islam als das bezeichnet, was er ist, eine gefährliche, totalitäre, gewaltbereite Ideologie, und in dem sein Herz für Deutschland schlägt. Der und viele andere, und wie Ferdinand, sind herzlich willkommen bei uns in Deutschland. Danke, Leipzig!